Mein Name ist Daniela Maletzki. Ich bin Hundephysiotherapeutin und Hundetrainerin bei Rundherum Hund in Castrop-Rauxel. Und ich erzähle euch heute etwas zum Thema Cavaletti-Training für Fortgeschrittene. Wichtig ist, dass ihr mit den Basics schon vertraut seid. Das heißt, dass eure Hunde schon eine, vielleicht auch mehrere Stangen gut überlaufen können. Und dass sie vor allen Dingen eben auch an die Hürden, an die Stangen gewöhnt sind und keine Angst davor haben. Wenn dein Hund schon eine Stange sehr gut überlaufen kann und auch schon mehrere Stangen gut überlaufen kann und seine Pfoten wirklich gezielt einsetzt, dann kannst du als Variante die Stangen in unterschiedlicher Höhe auslegen. Achte aber bitte immer darauf, dass die Stangen nicht zu hoch für deinen Hund sind. Dein Hund muss gerade über die Stangen laufen können. Wenn dein Hund anfängt, Hüfte oder Ellbogen beim Laufen auszudrehen nach außen, dann sind die Stangen zu hoch. Man könnte sich als Faustregel so am Sprunggelenk des Hundes orientieren. Viel höher sollten die Stangen nicht sein. Eine weitere Variante wäre, dass du mit den Cavalettis einen Slalom legst, also dir drei Hütchen aufstellst und zwischen diese Hütchen zwei Stangen und dass du deinen Hund dann im Slalom über die Cavaletti führst. Es ist wichtig, dass du dabei immer den Hund beidseitig über die Cavaletti führst, dass auch beide Seiten des Hundes trainiert werden.